Eine neue Woche, ein neues Fahrzeug. Damit willkommen, meine Damen und Herren, zu einem neuen GTA 5 Online Video. Heute schauen wir uns den Dinka Blister Kanjo an, der neu erschienen ist in GTA 5 Online. Das Ganze ist ein Kompaktwagen und ein Dreitürer. Zwei Leute können in diesem Fahrzeug sitzen. Das Fahrzeug gibt es bei Southern San Andreas Superautos.com und kostet $580.000. Es sei denn, ihr habt für die Casino Heist dieses Fahrzeug halt als Fluchtfahrzeug ausgewählt und habt auch die Heist beendet, dann kriegt ihr einen Handelspreis von $435.000. Ihr merkt, die Preise sind natürlich halt für dieses Fahrzeug jetzt nicht so die höchsten. Aber Leute, die Vorlage von diesem Fahrzeug ist ein Honda Civic Type R aus den 90er Jahren. Und das ist dann wieder eine Unverschämtheit, weil man dieses Auto wahrscheinlich halt schon für unter 3000 Euro findet und das halt auch mit ja angenehmer Kilometerzahl. Das Fahrzeug ist kein Sportfahrzeug, das Fahrzeug soll nicht die Klassik-Variante vom Sugoi sein, was ein bisschen komisch ist, aber das ist dann immer so, obwohl beide Honda Civic sind, da hat sich Rockstar bestimmt irgendetwas gedacht, was genau wissen wir nicht. Aber wir gucken jetzt einfach mal, was dieses Fahrzeug so drauf hat, wenn man das auftunt. Im Casino gibt es aktuell den Roosevelt immer noch. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist. Ich weiß nicht, ob ich zu früh vielleicht dran bin in GTA. Aber das kann ja alles sein, dass sie es halt irgendwann später im Verlauf des Tages ändern. Ich werde das auf jeden Fall nachreichen, wenn sich dort was verändert. Aber zum Zeitpunkt der Aufnahme, wie gesagt, haben wir leider kein neues Auto. Nehmen wir den Dinka Blister Kanjo und tunen ihn erstmal auf. Dafür habe ich ja sehr viel Geld gefarmt. Und wir haben erstmal 13 verschiedene Stoßstangen. Wir gehen mal ein paar durch. Ja, da haben wir wieder das klassische hier, diese Sticker-Stoßstange, die man schon früher bei solchen Klassikern hatte. Guck mal, wer hat denn hier reingebohrt? Das sieht ja mal hässlich aus. Ne, das mit dem Bohren nehmen wir nicht. Alter, was ist das denn? Sollen wir, komm, wir werden einmal mal übertreiben mit der Stoßstange. Das nehmen wir einfach mal. Time Attack Stoßstange. Na, ob das wirklich was bringt? Hier haben wir 14 Stück. U-Bahn-Ring, okay. Das ist wieder die Sticker-Stoßstange. Sticker will ich jetzt nicht haben, weil wahrscheinlich tausende Leute das so haben wieder. Hier fehlt was. Das nehmen wir nicht. Wir wollen eine Stoßstange noch dazu haben, oder? Ja, da wollen wir noch eine Stoßstange dazu haben. Okay, ich gucke mir das an. Die Türen können wir auch verändern. Ist auch nicht immer wieder da. So eine Fensternetz ist auch nicht schlecht. Carbon, Windabweiser, Windabweiser. Nehmen wir Carbon einfach mal. Motor, ja, warum nicht? Auspuff, alles klar. Alles klar. Hier haben wir mal richtig übertrieben. Es gibt 12 verschiedene. Das nehmen wir, Leute. Wir nehmen es. Wir machen das Ding hässlich. Das Ding ist in echt, ist das so ein kleiner Klassiker früher gewesen. Den hatten einige Leute als Erstfahrzeug. Den Honda Civic, das nehmen wir. Und ja, wie viel gab es denn bei den Kotflügeln? Nicht so viele, ne? Nö. Kühlergrill. Gucken wir mal. Ja, warum nicht? Mit Doppelventilator nehmen wir das Ganze. Scheinwerfer machen wir das Gelbe mal dran. Motorhaube haben wir 16 verschiedene Sachen. Wieder Sticker. Rost gibt es auch. Ja, das Auto natürlich so nicht, aber ich würde das Auto wahrscheinlich auch oder hätte es damals gefahren, wenn ich mir ein Auto gesucht hätte, wenn ich ein Auto gebraucht hätte. Designs, das gefällt mir schon. Wir nehmen grün, unsere Crewfarbe, Leute. Von vorne sieht er leicht aus wie ein Sultan RS irgendwie. Ja, das ist auch nicht schlecht eigentlich, aber machen wir mal normal. Wir nehmen das jetzt hier in grün. Nummernschild machen wir dunkel. Lackierung, Primärfarbe. Gucken wir mal, ob irgendwas sich ändern wird. Ja, wird sich. Cool. Was kann man dann machen? Man könnte da wieder so einen Grünton machen im Dunkeln. Das wird schon mal passen. Was haben wir noch ansonsten? Blauton würde auch passen. Wenn wir einen guten hätten, aber wir nehmen grün wahrscheinlich. Ja, nehmen wir. Sekundärfarbe, mal gucken, ob sich hier was ändert. Ja, wie? Nur links. Was mit rechts? Achso, das ist von der, wahrscheinlich vom Design her, deswegen ändert sich da nichts. Ja, was machen wir denn da? Dann nehmen wir mal blau matt, auch wenn das mir jetzt nicht gefällt. Ist jetzt nicht so schlimm. Crew Emblem, ja bitte, warum nicht? Überrollkäfig machen wir auch drauf, ne? Machen wir auch drauf. Einen schönen Überrollkäfig hier auf diesem Fahrzeugdach. Gucken wir mal nach. Ah, schade. Ich dachte, jetzt kommt irgendwas wirklich was Geiles. Carbondach sieht man zwar nicht, aber ist nicht schlimm. Seitenverkleidung haben wir auch nicht so viel zur Auswahl. Leider. Komm, wenn wir schon vorne hinten groß haben, dann nehmen wir das auch. Spoiler. Das passt jetzt irgendwie nicht, Leute, wegen dem Auspuff, aber das nehmen wir, glaube ich. Das nehmen wir.
Das nehmen wir. Also, ich möchte heute kein schönes Fahrzeug haben. Vielleicht wird es den einen oder anderen gefallen. Mir nicht. Renngetriebe, Kofferraum. Was haben wir denn im Kofferraum? Ja, komm, nehmen wir blau. Warum nicht? Turbo, ja bitte. Reifen. Achso, guck mal. Ja, Reifen nehmen wir. Was nehmen wir? Nehmen wir Luxus, ne? Nehmen wir Luxus. Packen wir irgendwas drauf hier, was passt. So, der erste Eindruck zählt ja bekanntlich. Bei den Fällen kriegen wir auch nie was Neues dazu. Irgendwann wird bestimmt was Neues kommen, Leute. Und Thema Formel 1 Fahrzeuge. Ich glaube, also ein Fahrzeug wird definitiv noch kommen. Danach, glaube ich, kommt nichts mehr. Und danach könnten die Formel 1 Fahrzeuge kommen eventuell. Oder die kommen sogar schon nächste Woche. Wenn die kommen, werden wir uns das Ganze natürlich gemeinsam anschauen. Machen mal die Reifen hier sicher. Fenster, ja, schön dunkel, soll keiner sehen, dass die Unit da ist. Ja, im Allgemeinen, ne, wenn wir nicht so übertrieben hätten, vorne, hinten, mit den Stoßstangen, mit dem Auspuff, wird der gut aussehen, glaube ich. Und da ist er, Leute, da ist er, das schöne Ding hier. Mal gucken, in den Kurven untersteuert er, das heißt, er nimmt die Kurven nicht, er fliegt eher raus aus den Kurven. Oh nein, die Mülltonne war jetzt im Weg. Also... Für Rennen ist das schon mal so ein Nachteil natürlich, aber wie oft sind wir schon Kompaktwagenrennen gefahren? Die Scheinwerfer gefallen mir so, wie sie sind. Schön, dass es dunkel ist, dann sieht man das auch. Ich habe nur noch drauf geklatscht, Leute, das habt ihr jetzt nicht gesehen. Aber generell muss ich sagen, von der Optik her gefällt mir das Fahrzeug. Wenn wir vorne was verändert hätten, hinten ist okay, beim Auspuff natürlich nicht, dann wäre es natürlich schön. Ja, ich glaube, er möchte driften. Er möchte driften. So, wenn er sich schon so verhält während der Fahrt, dann möchte er driften. Ja, er möchte driften. Es ist also so eine Art Drifter. Definitiv ein Drifter da drin in diesem Fahrzeug. Was nicht schlimm ist, was eher geil ist, dann haben wir wieder einen kleinen Drifter hier. Es gibt einige Drifter, Rockstar Games, Dankeschön dafür erstmal. Bisschen zu spät, jahrelang nichts gebracht und jetzt kommt fast nur immer Drifter mit einem Update raus. Ups. Das war's auch mit dem Scheinwerfer. Also, wie gesagt, in den Kurven untersteuern. Er nimmt die Kurven nicht so, wie man nehmen sollte. Boah, ich hasse diese Stelle. Immer wenn man hier vorbeifährt, kriegt man diese SMS von Simeon. Das regt einen auf. Also, Kurven untersteuern. Es sei denn, man nimmt die Handbremse und slidet. Guck mal hier. Oh, der war schön. Noch ein Fahrzeug, was wir für die Crew als Drift Contest nehmen können. Das ist etwas Gutes. Das ist etwas Gutes. Wir fahren jetzt mal zum Casino, Leute, weil eine bestimmte Uhrzeit ist während der Aufnahme. Vielleicht hat sich dort was geändert. Das Fahrzeug sieht so, oh, die 90er, eindeutig die 90er, Leute. Ich komme aus der Zeit bin ich auch Auto gefahren, also als Beifahrer, als Kind. Aber ja, eindeutig so, die 90er haben angerufen. Sie möchten ihre Anzeige zurückhaben. Das gefällt mir irgendwie. Das hat was, aber ich fahre ja nicht so oft in Ego-Perspektive. Eher selten, weil in Ego-Perspektive sollte man keine Rennen fahren, Leute. Man sollte eher halt so fahren wie wir. Die Kamera hoch, kann man doch einstellen, dass die Kamera Standard so hoch sein muss. Wofür? Damit ihr sehen könnt, wie die Kurve ist. Ihr könnt dann halt so ein bisschen einschätzen, wenn ihr das Fahrzeug kennt, wie ihr in die Kurve könnt. Ihr könnt also mit der Kamera spielen. Deswegen ist das besser als in der Ego-Perspektive, weil da siehst du, hast du kaum Übersicht. Links und rechts, ja, eventuell, aber generell eher nein. Roberto, pass auf mein Auto auf, ich bin sofort wieder da. Ja, wie schon gesagt, hier das hässliche Auto ist da. Ich hoffe, das geht wirklich noch weg und Rockstar Games hat dort einfach einen Fehler gemacht oder irgendwas vergessen. Ekelig. Wie man sehen kann, meine Damen und Herren, geht alles auf. Roberto schläft ganz leise. Wie man sehen kann, gehen alle Türen auf, die aufgehen müssten bei so einem Auto. Das ist schön. Was ist mit dem hier los? Auch so ein Drifter am Start, ne? Ist das der Futo? Ich glaube ja. Egal. Mein Fahrzeug sieht schöner aus als ein Futo. Ja, Leute, ich glaube, mit ein bisschen Übung kann man mit diesem Fahrzeug schön driften. Ich bin immer im Passivmodus, wenn ich Autos vorstelle, Leute, weil es leider nun mal so ist, dass du halt angegriffen wirst im Casino und ich habe keine Lust darauf. Was ich halt immer wieder mache, was ein Fehler ist, ist halt, dass ich versuche, nicht versuche, dass ich es schaffe, die Leute aus der Lobby zu vertreiben. Es dauert aber manchmal lange und ja, ich verwickle mich dann immer wieder in so einen Kampf mit Leuten, die mich angreifen, obwohl ich halt aufnehmen müsste und Video bearbeiten müsste. Naja, dieses Mal nicht. Wir gehen auf die Teststrecke und gucken mal, was er so drauf hat. Ich denke mal nicht, dass er keine Rekorde knacken wird oder sowas, aber wir testen das erste Mal, glaube ich, seit langem einen Kompaktwagen wieder. Okay, ich habe nachgeschaut, ich habe nur drei Kompaktwagen. Den Aspo, der auch natürlich mit diesem Update rausgekommen ist, mit Casino heißt. Dann EC Classic, Mr. Beans Auto und Blister Kanjo. Und wie es ausschaut, hat der Kanjo mehr Geschwindigkeit und die Bremsleistung und Traktion ist auch besser.
Gut, was kann auf der Teststrecke? Die Teststrecke, Leute, werde ich versuchen euch zu verlinken, weil einige immer wieder das wollen. Also in der Videobeschreibung findet ihr unter anderem die Teststrecke und alle Links zu den Social Medien. Vergiss nicht, Leute, die Glocke zu aktivieren, wenn ihr immer wieder Videos von mir sehen wollt. Macht eine Hörprobe und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, natürlich lasst ein Abo da, wenn ihr halt immer wieder GTA-Videos sehen wollt, Tests sehen wollt. Zum Thema neues Fahrzeug, zum Thema halt, was kann es, lohnt es sich. Und was man bei diesem Fahrzeug natürlich sagen kann, Leute, ist, dass es für ein Rennen nicht gedacht ist. Ja, wieder hier schön am Untersteuern. Das heißt also, die Kurve kriegt er nicht so, wie er möchte. Untersteuern ist halt, wenn man eine Kurve gehen möchte, aber der geht gar nicht in eine Kurve rein. Übersteuern ist, wenn er zu sehr in die Kurve reingeht, also sich halt kurz vorm Drehen ist. Und das wollen wir beides nicht haben. Hier, ihr seht, er kommt nicht, obwohl ich hart nach links lenke, hart nach rechts lenke. Ja, bei niedriger Geschwindigkeit sollte das kein Problem sein. Oh, 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 ne, das wird auf jeden Fall gar nichts. Das wird nichts. Letzter Platz brauchen wir gar nicht zu vergleichen mit anderen Fahrzeugen oder sowas. Das wird der letzte Platz. Ich denke mal eher, dass das nicht so ein Fahrzeug ist von preislichen für Rennen gedacht. Ich denke, dass das eher so ein Fahrzeug ist halt für Tuner. Also eher so ein Fahrzeug für die offene Lobby und das auch nur bei bestimmten Events. Aber es ist schön, dass man so einen kleinen Tuner bekommen hat, vor allem halt für Leute wie uns, die halt als Community, als Crew Tuning-Treffen machen. Da ist das Ganze auf jeden Fall etwas Schönes, etwas Geiles. Aber ansonsten, wie gesagt, Leute, wenn ihr ein Supersportfahrzeug sucht, was abgeht, bei dem Fahrzeug werdet ihr wahrscheinlich halt nicht so viel Glück haben. Natürlich kann es sein, dass dieses Fahrzeug bei Kompaktrennen schnell ist, aber so oft bin ich jetzt in GTA auch keine Kompaktrennen gefahren. Und wenn, dann nur halt nur Easy Classic als Fahrzeug, was man nehmen kann. Also deswegen braucht man nicht unbedingt ein Fahrzeug für Kompaktrennen, weil man das halt, wenn man immer wieder Rennen fährt, nicht so oft erleben wird, dass es Kompaktwagen gibt. Also lieber, wenn Leute halt knapp bei Kasse sind, lieber das Geld sparen. 1:52,48, da muss ich gar nicht meine Liste öffnen. Das Fahrzeug ist auf jeden Fall von den getesteten Fahrzeugen hinten. Hier habt ihr eine Übersicht eingeblendet von den Fahrzeugen, die ich aktuell habe. Leute, wenn ihr Spaß am Tuning habt und Tuning-Optionen euch gefallen in diesem Spiel mit diesem Auto, dann holt euch das auf jeden Fall, das Auto. Ansonsten, wenn es euch gar nicht angesprochen hat, empfehle ich euch nicht zu holen. Das Fahrzeug ist mit einem Frontantrieb ausgestattet, also die vorderen Reifen treiben das Auto an, nicht die hinteren. Vielleicht kann man deswegen immer so gut rutschen, weil früher war das so, Leute, die Regel, Frontantrieb driftet besser als Heckantrieb in GTA. Und in echt war das immer so, dass Heckantriebe besser geeignet sind zum Driften, aber ich denke mal, jemand, der driften kann, kann mit allem driften, da ist Antriebsart egal. Ja, viel Power hat der auch nicht, Leute. Normalerweise, wenn man so langsam fährt und R1 drückt, dann sliden die ja richtig. Der kann das aber auch nicht, wegen dem Untersteuern sowieso nicht. Also, es ist wirklich ein reiner Tuner. Das ist nur zum Tuning gedacht, nicht zum... Ja, driften kann man, aber nicht so krass. Beim Driften bin ich so ein bisschen, ja, so lala. Ich denke mal, ja, mit Übung kann man damit wirklich driften. Aber guck mal, wie der aus der Kurve geht. Beachtet mal die Reifenspuren. Achtet mal die Reifenspuren, wie der aus der Kurve gegangen ist. Das zum Thema Untersteuern. Also er bleibt nicht in seiner Linie drin, er neigt nach außen rauszugehen. Ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Das hilft den Kanal aus und zeigt mir, ich mache alles richtig. Wenn nicht, dann nicht. Jeder wie er möchte. Ich zwinge niemanden. Aber wenn ihr wollt, wenn ihr supporten wollt, Dankeschön dafür. In diesem Sinne, wie gesagt, Kaufempfehlung nein. Will ich den privat fahren? Ja, aber natürlich nicht so. Und mit wenig Kilometer findet man wahrscheinlich nicht, ist bestimmt selten bei so einem Fahrzeug. Der ist aus den 90ern, Leute. Der ist aus den 90ern, da kriegt man nicht mehr so schöne Autos. Man kriegt nur noch abgenutzte Autos. In diesem Sinne können wir noch einmal was gucken, und zwar die Versicherungskosten für dieses Fahrzeug. Ich möchte kein Fahrzeug eigentlich schlechter reden, als es ist, ne? Aber dieses Fahrzeug schafft es nicht mal, hier gegen zu knallen und zu explodieren. Versicherungskosten meiner Meinung nach viel zu hoch für dieses Fahrzeug. $5,400. Ja, muss ich jetzt bezahlen. Nur wegen euch. Gib doch mal geil. Tschüss. Alles hat ein Ende, nur die Suzuka 2. Das ist der Teil, wo du wegklicken kannst. Aber bevor du das machst, mach erstmal einen Hörtest und aktiviere die Glocke. Verpasst keine Videos und guck nach, ob du das Video schon bewertet hast, weil das hilft dem Kanal aus. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und du kannst jetzt wegklicken. Hör mal, hast du Tomaten in Ordnung? Du kannst wegklicken. Okay, dann mache ich das. Tschüss, gib mir doch mal Geld.